Also wenn es weniger als 10 Leere gibt, wenn es weniger als 10 insgesamt gibt und wenn mehr als 10 Loks vorhanden sind. Ah ja. Ja, und hier könnte ich sogar verschiedene Sachen einstellen für die Barrels. So. Dann machen wir auch gleich mal Tasks für Bone. Also für Rock Rune und für Rock Table jeweils 11. So. Das heißt eigentlich, unser Stone baut jetzt die Brücke und dann macht er sich an die Arbeit. Ja. Hier habe ich übrigens noch nicht gesagt, dass hier Custom alle erstmal gebunkert werden sollen. Ich habe aber gesagt, wie viel Wheelbarrows. 3 Stück. Gut, komm, kümmern wir uns um das nächste. Nämlich unsere große Halle. Also dazu meinen wir erst einmal wieder hier ein Stück. So, die Halle, die hätte ich gerne nicht so blockartig, sondern hier so in die Länge gezogen. Gucken wir mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in die Richtung. Das sind jetzt wie viele insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja, die will ich genauso breit haben eigentlich wie die hier. Nur ich will sie ganz anders angeordnet haben. Also ich mache dann noch hier und hier jeweils 4 dran erstmal. Das sollte als große Festhalle reichen. So, und dann brauchen wir hier noch... Das ist immer noch falsch. Können wir aber ganz leicht korrigieren. So, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs auf jeder Seite. Vier, fünf, sechs auf jeder Seite. Vier, 6 auf jeder Seite. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Die Speisekammer und der große Saal. Also die Säle, die tue ich dann in die Richtungen erweitern und noch weitere Lagerräume hinzufügen. Der Saal hier, der würde eigentlich so von der Größe her bleiben. Wobei, den kann ich auch nach links und rechts erweitern. Ich kann hier dann sozusagen die Schlafzimmer dann errichten. Na gut, wie mache ich das dann jetzt mit den Stützpfeilern, ist die gute Frage. Planen wir mal ganz kurz. Ich brauche... Also ich hätte gern einen Platz für den Stuhl, dann zwei Tische und noch einen Stuhl. Also nehme ich mal das Ding hier. Hätte ich hier eine Tafel... Und hier eine Tafel. Et hier eine Tafel. Und hier eine Tafel. So erstmal die Idee. Das heißt, ich könnte hier einfach nur Mittelsäulen bauen. So immer im Viererschritt. So. Ich könnte aber auch Doppelsäulen bauen. Oder einfach Dreifachsäulen. Also so machen. Das würde fast schon besser aussehen. Das würde wirklich besser aussehen, so. Ja, dann machen wir das so. Das wird wieder gemeinert. Das wird auch alles gemeinert. Also ja, da haben sie jetzt eine Weile zu tun, unsere Miner. Was ich übrigens auch noch brauche, ist hier... zwei Plätze für Lever. Und irgendwo bräuchte ich dann Platz für einen Machine Workshop. Also für einen Engineering Workshop. Mechanik. Damit wir dann die Brücke auch hochziehen können. Also sobald wir die große Halle ausgebuddelt haben, wird es Zeit, hier das Holzlager auszubuddeln. Außer ich entferne hier das Holzlager und verschiebe es nach da. View Stockpile.
Das ist zum Beispiel auch nützlich, dass wir einfach das Stockpile so verschieben können. So. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Jetzt werden die Leute erstmal geschäftig sein. So wie es aussieht, haben wir kein Essen, also kein Fisch und keine Pflanzen mehr. Die Merchants werden uns bald verlassen. Wie sehen unsere Tasks aus? Die werden abgearbeitet, gut. Ja, ich nehme an, der... Oh, die Brücke ist fertig, gut. Das heißt, wir können hier... Eigentlich würde ich hier gerne noch einmal channeln. So, was machen unsere Historen gerade noch? Okay. Okay, und unsere Verwandten sind wieder auf ihrem Weg. Some migrants have survived. Okay, wir haben neue Migranten. Sind dieses Mal nur zwei? Ein Fischcleaner und Potash Maker. Aha. Was kannst denn du noch? Potash und Furnace Operator. Und dann machen wir den wahrscheinlich zum Potash und Furnace Operator irgendwann mal. Wenn es denn soweit ist. Hier liegen immer noch Limestone Boulder rum. Kann man die wegminern? Oder choppen? Nö. Gerdern kann man sie auch nicht. Ja, wenn da einer eine Ahnung hat gerade, ich bin gerade überfragt, was man mit denen macht. Wir wollten auf jeden Fall jetzt einen Mechanik hier drüben mal bauen erstmal.
Und ja, Pflanzen sollte ich nicht mehr verkochen, oder? Sowieso, wenn ich keine habe. Labor. Kitchen. Ah ja, gut, die kann ich verbrauen. Und Lama-Milch, aha. So, die Migranten, die können erstmal normal arbeiten. Okay, die machen jetzt hier die Halle. Und ja, dann werden wir irgendwann hier in diese Richtung graben müssen. Unser Holz sieht in Ordnung aus. Jetzt gehen wir mal zum Pflanzen sammeln wieder über. Plant Gathering. Einfach, dass wir erstmal was zum Verbrauen haben. Ja. Pflanzen werden jetzt erstmal nicht verkocht, sondern nur verbraut. Weil Essen haben wir mehr als genug. Okay, Wooden Barrels sind fertig. So, Trinken nimmt langsam wieder zu, so wie es aussieht. Toll. Mein Chieftain und mein General haben geheiratet. Blocks. Sind 13 allokiert, hä? Oder liegen 13 einfach irgendwo rum? Gucken wir einfach mal in den Stockpile hier rein. Jambin. Barblock. Das ist Schalk.
Kann ich auch irgendwie mir den Inhalt des Stockpiles ansehen? Nö.